Dumps, komm, aber ich bin heute auf einem Festival, Ferdinandsfeld heißt es. Und wisst ihr, warum ich hinten sitze? Wegen sehr Naschfestival. Wir sind jetzt angekommen. Und das ist, glaube ich, ist das ein aktiver Flugplatz eigentlich? Ja. Ja? Okay. Das Ganze findet auf jeden Fall auf dem Flugplatz statt. Unser Stand ist da hinten. Und ich laufe jetzt mal so ein bisschen rum. Ich zeig mal die Hauptbühne. Ich glaube, es gibt hier zwei kleine Bühnen und eine große Bühne. Vor der großen Bühne, da stehe ich jetzt gerade. Moment, zeig euch das. Also hier sind aktuell nur die Mitarbeiter am Start. Einlass ist, glaube ich, um 11 Uhr. Wir haben es kurz vor 11. Noch ist alles ruhig. Also, wie gesagt, es werden 20.000 bis 25.000 Leute erwartet. Guck mal, was haben wir denn hier noch eigentlich so? Das ist ein Blitzerstand. Da haben wir noch eine Bühne. Moin. Moin. Ihr steuert hier die Lichter oder was? Ja. Ja? Okay, cool. Da hinten ist eine kleine Bühne noch. Und ich glaube, das ist hier auf der anderen Seite noch eine kleine Bühne. Ein paar Fressbohnen am Start, muss natürlich sein. Grillspezialitäten und so weiter und so fort. Was müssen wir machen? Hä? Was müssen wir machen? Eis holen. Genau. Und wie viel haben wir? Weißt du das noch? Ja, er meinte 300 Tonnen oder so steht für uns. Falls jemand fragt, wie viel 300 Tonnen sind, das wird alles gleich weggeschoben in den Cocktails. Digga! Noch nie gesehen, ganze LKW voll. Tamam. Es ist los, Einlass. Mein Ziel ist es, heute auf die Hauptbühne hochzukommen. Schaffe ich das, ist die Frage. Also, ey, ich muss sagen, krass. Ich bringe neue Getränke. Das geht echt gut ab, die Leute sind gut drauf. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Ich habe jetzt schon Sonnenbrand. Oh mein Gott, mein Gesicht ist so dreckig. Ich sehe so fertig aus. 19 Uhr, ich bin gerade leer, gut wieder weg. Digga, die Party ist krank, ich höre nichts mehr, ich bin taub. Oh mein Gott, was ist hier los? Aber wir kriegen das hin. Schaffen das. Einfach krank, wie viele Leute hier sind. Dieser Sonnenbrand, richtig Farbe bekommen. Stunde für Stunde werde ich immer brauner und hässlich. Wir haben es 8:30 haben wir es. Schon knapp 12 Stunden bin ich hier. Das haben wir alles zusammengeräumt. Meine Hände kleben, wenn ich sie wasche, dann kleben die noch mehr. So krass ist das. Schuhe komplett schwarz. Digga. Erzähl mal, wie schnell ist das Ding? 100 ungefähr. 100 fährt das? Ja. Ist das dein Spielzeug oder? Ja. Ja? Ja. Wie teuer ist sowas, den ich fragen darf? Die so mit dem ganzen Zubehör 16.000. 16.000? Wir haben es jetzt 21.30 Uhr, die Sonne verabschiedet sich so langsam. Ich hätte mir noch was zu essen können. Ihr seid aber auch schon 12 Stunden hier am Start, oder? Nö, ich bin seit 7 hier. Seit 7? Ja. Krass. Das Wochenende, sage ich mal, so seit 9, 10 circa. Du hast ja auch nicht zu früh die Sachen heißen, aber wenn es um 12 Uhr losgehen soll mit Essen. Aber ja, seit 7 Uhr hier. Aber auch Respekt. Ja. Ed, wow. Wo die Haken kommen. Danke auf jeden Fall. Gerne. So, gut abzieht. Es ist nicht meine Musik, aber was ich geil finde, dass alle am Feiern sind. Das ist so heftig, alle gehen ab, ey. Das gefällt mir sehr gut. Junior, du Hund, ich gebe keine Speedbox. Thank you, Germany. Come on. Everybody! Kannst du das Zeichen lang halten? Wie geht das? Ja, frei! Setz mal die schnelle Brille auf! Und dann? Ja, Bruder, du hast die Power, Mann! Wie geht das? Yeah!
auf dem Buckelschutz. Den Geist gestört. Es ist 20 vor 12, die Leute gehen immer noch durch. Da sind immer noch ein paar tausend Leute am Start. Ich bin hier wieder am Container. Der ist auch schon bis oben voll. Ein, zwei Stunden, denkst du mal noch? Dann warst du uns aber auch viel. Party ist vorbei, die Leute sind alle weg. Jetzt räumen wir auf. 15, 16 Stunden gearbeitet. Bin jetzt braun geworden. Und ja, keine Ahnung. Hat aber, ich weiß nicht, war meine Erfahrung. Das erste Mal jetzt noch auf dem Festival gewesen. Und ja, hat Bock gemacht, dir auszuhelfen. Bisschen rasiert, sage ich mal. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, liken, wissen. Ich denke mal, heute habe ich auf jeden Fall ein Abo verdient, Leute, oder nicht? Erledigt. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.